Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Wolke 7 Box von Jesus. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wolke 7 von Jesus. So sieht das Ganze aus. Wir machen mal die Folie ab. Wir haben hier noch einen FSK 16 Aufkleber. Das Ganze auf der Folie drauf. Wir machen mal die Folie ab, werden somit auch diesen Aufkleber los. So, also der Aufkleber ja darüber ausschlaggebend, dass wir hier eine DVD finden werden oder Filmmaterial. Und dann haben wir hier auch noch einen Aufkleber mit einem M drauf. Der verrät uns die Shirtgröße. So sieht das Ganze aus. Wolke 7 von Jesus. Es ist das zweite Soloalbum von Jesus. Nachdem ja im Jahr 2015 dieses hier erschienen ist, Ebbe und Flut, haben wir jetzt nach knapp drei Jahren den Nachfolger Wolke 7. So sieht das aus. Wir haben hier eine weiß-graue Box und auf der Front haben wir mal groß Jesus abgebildet mit Sturmhaube mit weißer Maske, Tattoos und Halskette. Hier oben rechts lesen wir noch Wolke 7 Jesus. Unten ebenfalls in silberner Schrift Jesus zu lesen. Rechts 187 und Jesus. Und oben Wolke 7. Auf der linken Seite nochmals 187. Und auf der Rückseite haben wir den Boxinhalt. Album-CD, Instrumental-CD, exklusive DVD, Bonus-EP, Instrumentals, All-Over-Shirt in der Größe M, All-Over-Sturmhaube, Sticker plus Poster und Graffiti-Schablone, Barcode und Credits. Und hier haben wir noch die Utensilien, also Pistole, Magazin, diverse Patronen und auch hier diverse Sturmhaube. Gefällt mir vom Design richtig gut die Box. Es gab auch noch diese Graffiti-Boxen, diese angesprühten, ich glaube 25.000 Stück gab es von denen. Das waren aber meines Wissens wirklich die, die man exklusiv über die Homepage damals direkt zu Anfang bestellt hat und die dann regulär in den Handel gekommen sind. Mediamarkt, Saturn, Amazon etc. sind solche blanken Boxen, also diese wurden nicht bei dieser Graffiti-Aktion besprüht. Und das hier auch noch ganz interessant, das hier ist ein Sticker, also das hier nicht aufgedruckt, sondern das hier ist auch abnehmbar. Gut, dann machen wir mal die Box auf. Dann kommt hier auch noch etwas zum Vorschein und zwar lesen wir hier 187. So, wir haben hier drei Sticker. Das Shirt, oder nein, das ist die Sturmhaube. Dann hier das Shirt, Album, Bonus-EP, DVD, Instrumentals und Shirt, Schablone. Und Poster. Jede Menge Inhalt. Die Box von innen glatt weiß. Ja, nachdem hier bis auf das Poster und die Sticker wirklich alles in Folie ist, also sehr umweltfreundlich diese Box. Gut, dann hole ich mal eins nach dem anderen hier aus der Folie. Machen wir mal das Shirt hier raus. So, einmal das Shirt, dann diese Schablone. Das wird alleine schon wegen dieser ganzen Foliensache wohl ein etwas längeres Unboxing. So, dann haben wir die Sturmhaube. Und dann natürlich die Tonträger plus die DVD. Also wir haben hier einmal die Bonus-EP. Bonus-EP, dann natürlich das Album an sich, kommt hier in einem Pappschuber. Dann haben wir die DVD.
in einem Digisleeve, also in einer Papphülle. Auch wenn es jetzt nicht so ganz aufgeht. So, aber jetzt. So, DVD und dann natürlich noch die Instrumentals. Also, jede Menge Fummelei hier mit diesen ganzen Folien, diesen ganzen Einschweißfolien. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Machen das Messer mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Meiner Meinung nach eins der meist erwartetsten Alben des Jahres, wenn nicht sogar das heiß erwartetste Album des Jahres. So sieht das aus. Auch hier wieder Jesus mit Sturmhaube und nacktem Oberkörper, wie auch schon auf dem Boxcover. Das Ganze ein Pappschuber. Hier oben lesen wir Jesus 187 Wolke 7. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Bones MC, Maxwell, UFO361, Alex, nochmals Bones und Trettmann. Den Pappschuber einfach abziehen. Dann kommt das hier zum Vorschein, das Alternativcover von Wolke 7, Jesus 187 Straßenbande. Und wir haben hier Jesus mit Alkohol und Schusswaffe. Das Ganze ein Standard Jewel Case. Hier lesen wir Jesus Wolke 7. Und auch hier natürlich wieder die 13 Tracks aufgelistet. Und Jesus mit einem gefüllten Magazin auf uns zielend. Gut, wir schauen mal hinein. Das gefällt mir auch schon vom ersten Anblick sehr gut, denn wir haben nicht nur dieses Cover, sondern auf der Rückseite auch noch das hier. Das kann man als Wendecover verwenden und das ist ja 1 zu 1 dieses, allerdings ohne Wolke 7 Aufkleber und ohne Sturmhaube. Also einmal Jesus normal und einmal maskiert. Dann haben wir hier die Tracklist nochmals, die 13 Tracks inklusive der Infos, wer die Beats gemacht hat, wer gefeatured wurde etc. Ja, Patronen in der Handfläche. 187 Straßenbande, Waffe auf uns gerichtet. Dann hier gerade die Sturmhaube. Sieht so aus, als würde Jesus sie gerade aufziehen. Und dann haben wir die Credits zum Album. Also die wichtigsten Infos auf jeden Fall hier in diesem Booklet mit drin. Wie gesagt, Alternativcover, Wendecover, je nach Belieben. Dann haben wir die CD, diese in Silber, Weiß und Schwarz gehalten, spiegelt extrem, sieht gut aus, Wolke 7, Jesus. So sieht die CD aus und hier im Hintergrund sehen wir diverse Grafiken. Schön gemacht. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen wie so oft in einer Papphülle, so sieht das aus, also Digisleeve. Cover, wie auch schon beim Album, allerdings hier Instrumentals zu lesen. So sieht die CD aus. Und das Ganze eben, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir die DVD. Die kommt ebenfalls in einer Papphülle, in einem Digisleeve, Wolke 7, Jesus. Und hier haben wir wieder groß das FSK 16 Logo. Allerdings hier leider kein Sticker, sondern aufgedruckt. Exklusives Interview plus ungezeigte Szenen. Sehr schön. Da bin ich mal gespannt, weil gerade die Interviews von Jesus oder generell den 187ern sind ja Mangelware im Internet. Ich glaube, Nico von der Backspin hat da irgendwie so das Patent drauf. Ist der Einzige, der Interviews von denen bekommt. Würde mich natürlich freuen, wenn es zu Wolke 7 auch noch ein Interview gibt. Aber ansonsten schauen wir hier dann mal rein. So, sieht dann die DVD aus. Wie gesagt, in einer Papphülle das Ganze. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir noch ein Standard-Jewel-Case mit diesem unmaskierten Gaso-Cover. Und hier lesen wir Jesus Wolke 7 Bonus-EP. Hier lesen wir noch 187. Jesus Bonus-EP. Und hier haben wir nochmals 5 Tracks.
Und wir haben Features von Capital Bra, Bones MC, Raf Camora und Wisi. Muss ich ehrlich sagen, den jungen Mann oder den Menschen kenne ich nicht. Und was mich sehr freut, wir haben nicht nur 5 Tracks auf der Bonus-EP, sondern auch noch die Instrumentals dabei. Sehr schön gemacht. Hier Jesus aus seinem Mercedes. Dann haben wir hier kein richtiges Booklet, sondern so einen Einleger. Ja, nochmals Jesus. Dürfte wohl die Jacke von Vandal Sport sein. Und hier auch, ja, mehr oder weniger Wendecover tauglich. Der Mittelfinger. Ich werde es bei dem ursprünglichen Cover beibehalten. Und dann haben wir die Bonus-EP und was auch ungewöhnlich ist, also die ist auch wieder in Weiß und Silber, allerdings hier auf der Bonus-EP die Tracklist aufgedruckt, sieht man relativ selten, dass die direkt auf der CD Platz findet, plus Instrumentals. So sieht das aus. Und im Hintergrund noch alles mit Jesus zugepflastert. Bonus-EP. Sehr schön. Also, wir haben 13 Tracks auf dem Album plus 5 auf der Bonus-EP, macht 18 Tracks plus 18 Instrumentals, 36 Stück gesamt. Dann, Pappschuber darüber, dann haben wir diese Schablone hier aus Kunststoff, und zwar ist das so eine Graffiti- bzw. Sprühschablone, 187 Straßenbande, also kann man hier natürlich, wo auch immer man das möchte, dranhalten und dann mit einer Farbdose entsprechend das Logo der 187 Straßenbande auf diversen Oberflächen verewigen. Schön. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Und zwar haben wir einmal diesen Cover-Sticker, quadratisch. Hochglanzoptik, sehr schön. Dann haben wir einmal in Schwarz und Hellgrau den 187 Straßenbande Logo-Sticker, dieser Kreisrund. Und zusätzlich noch dieses Cover hier, Wolke 7, ebenfalls quadratisch und Hochglanz. 3 schöne Sticker, 3 hochwertige Sticker. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Dieses sieht so aus. Wolke 7. Und genau auf dieser schwebt Jesus hier. Jawohl. Und darunter lesen wir Jesus 187 Straßenbande. Das Ganze ist einseitig bedruckt und kommt im Hochformat. So, dann legen wir das mal wieder zusammen, wenn ich es schaffe. Ich glaube so. Jawohl, das schaut gut aus. Und dann haben wir noch 2 Textilien. Und zwar haben wir einmal diese Sturmhaube, diese Skimaske. Und zwar haben wir hier 187, dann 2 Zeilen Jesus und darunter noch eine Zeile Wolke 7. Oben lesen wir noch 187 und diverse Patronen und oben auf der, ja, auf dem Deckel mehr oder weniger, auf der Oberseite lesen wir nochmals Jesus inklusive des Kreuzes, also das Jesus Logo. Zieht sich hier so komplett durch. Schön gemacht. Und passend zu dieser Optik haben wir dann noch ein Shirt. Und das Besondere an dem Shirt oder generell an den Boxen war, und ich glaube, das hat es in der Form wirklich noch nie gegeben bei einer Box, dass man die Box in 5, müssen das gewesen sein, 5 verschiedenen Varianten angeboten hat, betreffend der Shirtgröße. Also es gab eine Box mit S-Shirts, mit M-Shirts, mit L-Shirts, mit XL-Shirts und mit XXL-Shirts. Also in 5 Varianten. Das ist echt meiner Meinung nach Novum im deutschen Rap. Es gab schon diverse Boxen, die Größen angeboten haben, aber wirklich 5 verschiedene ist echt heftig und gefällt mir richtig gut. Da hat man dann nicht so eine Unisize, sondern jeder kann wirklich die entsprechende Größe wählen und so habe ich mich für M entschieden. Das Shirt vom Design her ähnlich wie auch schon die Sturmmaske. Also wir lesen hier Jesus 187, Wolke 7, Wolke 7 und wir haben hier eben diverse Logos und Ornamente mit drauf. Die Ärmeln schön verziert. Jesus 187 Straßenbande. Das Ganze auch nochmals rechts. Der Rücken ebenfalls vollkommen bedruckt. Neckprint hier noch dann mit Wolke 7 und Jesus. Und was besonders schön gemacht ist, man hat hier dann auch noch die Tattoos von Jesus hier abgebildet. Zumindest die beiden obersten. Und zwar lesen wir hier ja auch
auf seinen, ja, mehr oder weniger Schlüsselbeinen oder Schulterbereich Fuck Cops. Und genau dasselbe hat man dann auch hier auf dem Shirt verewigt. Gefällt mir richtig gut. Das Ganze in Weiß und Schwarz. Wir schauen jetzt nochmal kurz. Jawohl, hier haben wir einen Zettel. Das Ganze dürfte 187 Merch sein. Hier lesen wir 187 Straßenbande. 100% Baumwolle auf links waschen und bügeln. Credible Crew GmbH. Jawohl, also ich hoffe, man kann das hier lesen. Jetzt ist es wahrscheinlich besser. Also wie gesagt, 100% Baumwolle. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, gerade auch in Kombination mit der Sturmmaske. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiß-schwarze Shirt, das hier wirklich rundherum bedruckt ist. Komplett bedruckt auf allen Seiten. Und in Kombination mit der Skimaske sieht das dann so aus. Ja, die Skimaske, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Sturmhaube nicht ganz so mein Fall von der Optik. Also es sieht für mich etwas so aus, als wollte man sich damit beim Islamischen Staat bewerben. Aber ja, das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Das Shirt gefällt mir richtig, richtig gut. Nicht nur, dass man die Größe frei auswählen konnte, sondern auch das Design finde ich echt gelungen und werde ich definitiv mal anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Wie gesagt, Größe war frei wählbar, S, M, L, XL oder XXL. Dann die eben gezeigte Sturmhaube, diese Skimaske gab es auch noch dazu. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann diese Sprühschablone aus Plastik. Dann das Album, wollte ich schon sagen, in dem Fall die Bonus-EP, Wolke 7 Bonus-EP im Standard Jewel Case. Die Instrumentals in der Papphülle, die DVD ebenfalls in der Papphülle, drei Sticker an der Zahl und natürlich das Album an sich, Wolke 7. Jede Menge Inhalt, krasse Box für mich, mit einer der besten Boxen diesen Jahres. So sieht das aus. Jesus, Wolke 7, mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jesus unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.